Und jetzt gibt es Weihnachtslieder, die eigentlich gar keine Weihnachtslieder sind. Heute die internationale Edition. Also ausländische Lieder, die nach Deutschland gekommen sind und hier zu Weihnachtsliedern geworden sind. Und beginnen wir mit einem französischen Lied. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment, depuis que j'ai vu Sylvandre me regarder d'un air tendre, mon cœur dit à chaque instant, peut-on vivre sans amant? Vielleicht ist es schon durch die Betonung klar geworden, was es ist. Das heißt auf Deutsch, oder um welches Weihnachtslied es sich handelt, auf Deutsch heißt es, ach, soll ich Ihnen sagen, Mama, also das ist der französische Text übersetzt, was meine Qual verursacht, seit ich sah, wie Silvanda mich mit zärtlichem Blick betrachtete, sagt mein Herz jeden Augenblick, kann man leben ohne Liebenden. Die Melodie wurde auch noch für andere Lieder benutzt. Wenn ich das Lied gespielt habe, stand da immer ein französisches Kinderlied. Sie merken schon, das ist kein Kinderlied, das ist eher so ein Liebesgedicht gewesen auch. Es gibt Parodien davon in Frankreich selber, die daraus Kinderlieder gemacht haben. Und es beginnt genau gleich. Ach, soll ich Ihnen sagen, Mama, was meine Qual verursacht? Und dann werden einfach die ganzen Qualen der Kinder aufgezählt. Ich darf abends nicht lange aufbleiben, ich darf nicht das essen, was ich will und so weiter und so fort. Es gibt aber auch noch ein ganz, ganz bekanntes Kinderlied auf die gleiche Melodie wie A vous dirai-je, maman, nämlich A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Kennt man wirklich in jedem Land und jetzt ist auch klar, es geht um A vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Depuis que j'ai vu Salvandre, me regarde d'un air tendre. Und wir haben daraus gemacht, morgen kommt der Weihnachtsmann, nicht nach uns, nur nebenan. Die Melodie ist richtig bekannt gewesen in Deutschland. Am 20. Dezember spiele ich ein Konzert mit dem Trompeter Tobias Heckmann zusammen. Da werde ich Bearbeitungen von einem Bach-Sohn spielen. Der hat unglaublich viele Variationen über diese Melodie geschrieben. Oder vielleicht kennen einige von Ihnen Köchelverzeichnis 265. Da hat Mozart die Melodie von Morgen kommt der Weihnachtsmann umgedichtet. Gehen wir weiter zu dem nächsten Lied. Weg von Frankreich und hin nach Italien. In Sizilien gab es eine katholische Marienhymne, die wurde 1792 verfasst. Ein deutscher Johannes Daniel Falk hat es dann weitergetragen als aller drei Feiertagslied und hat es ins Deutsche übertragen. Jetzt gucke ich mal schnell, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, ich glaube in einem Buch von Herder wurde die Melodie übertragen und damals als sizilianisches Seefahrerlied umschrieben. Und diese katholische ursprüngliche Marienhymne, die klingt so. O Sanctissima, O Pissima, Dulcis Virgo Maria. Oh. Mater amata, intemererata, ora pro nobis. Das ist kein Italienisch, das ist Latein. Aber es war eine katholische Marienhymne und ich kann ganz schlecht Latein, das haben Sie so gemerkt. Ja, da muss ich zweimal hingucken. Aber ich kann es Ihnen gut auf Deutsch vorlesen. O Heiligster, O Liebster, sehr pietistisch, O Heiligste, O Liebste, süße Jungfrau Maria, geliebte Mutter, unbefleckt, bete, bete für uns. So ist der Text. Aber die Melodie ist so stark, die haben wir direkt übernommen. Und Daniel Falk hat als aller drei Feiertagslied daraus gemacht. Aller drei Feiertagslied heißt, es ist für drei Feiertage. Wir kennen es noch für Weihnachten. Aber es gab auch eine Strophe für Ostern. Das klingt so. O du Früh.
Herrliche, o du selige, gnadenbringende Osterzeit. Welt liegt in Banden, Christ ist erstanden, freue, freue dich, o Christenheit. Und natürlich für das absolut wichtigste Fest auch für uns, Pfingsten. O du fröhliche, gnadenbringende Pfingstenzeit, Christ unser Meister, heiligt die Geister, freue dich, o Christenheit. Unsere heutige Version von O du fröhliche wurde dann von Heinrich Holzschuher vervollständigt. Der hat daraus dann das Weihnachtslied mit den drei Strophen gemacht, so wie wir es heute kennen. Das Lied hat es aber auch sogar bis nach England geschafft. Dort hat ein John Fawcett es 1786 zu diesem Lied umgewandelt. Lord, dismiss us with your blessing. Also egal, wo Sie hinfahren, Italien, Deutschland, Amerika und England, überall werden Sie mit dieser Melodie auf offene Ohren stoßen. Von Italien wandern wir weiter hoch nach England. Das ist ein sehr bekanntes Adventslied. Und der ursprüngliche englische Text darauf geht so: See the conquering hero comes, sound the trumpets, beat the drums, spots prepare the Lord will bring, songs of triumph to him sing. See the conquering hero comes, sound the trumpets, beat the drums. Also seht, er kommt, mit Preis gekrönt, feiert Posaunen den Empfang, rings um den Erretter tönt der befreiten Siegesgesang. Das ist der Chor der Jungen gewesen. Dann gibt es auch noch einen Chor der Mädchen, Chorus of Virgins. Es ist nämlich aus einem englischen Oratorium. Bei dem Chorus of Virgins, Chor der Mädchen, heißt es: Seht, er kommt, mit Sieg umringt, Flöten tönt, belebt den Tanz. Myrtenzweig und Rosen schlingt in des Jünglings Lorbeerkranz. Und bei dem Ganzen geht es um einen siegreichen Judas Maccabäus aus dem Oratorium von Georg Friedrich Händel, Judas Maccabäus. Und der einzige Witz, warum das Englisch ist, ist, dass Händel eine lange Zeit in England oder eigentlich die meiste Zeit seines Lebens in England verbracht hat als sehr erfolgreicher Komponist. Und mein katholischer Kollege hatte so ganz lange in seinem WhatsApp-Status schon drin stehen: Der erfolgreichste Komponist Englands, Georg Friedrich Händel. Der war schon wirklich klasse. Aus England ist es dann zurückgekommen nach uns zu Deutschland und wurde mit dem Text unterlegt: Tochter Zion, freue dich. Ein kleiner Abschluss aus der jungen Vergangenheit. Alfred Hans Zoller, 1928 bis 2006, hat ein Lied geschrieben, was Sie alle kennen, bestimmt alle kennen. Und das ist so gut, dass es dieses Mal andersrum ging. Nicht ein Deutscher hat ein Lied mit einem anderen Sujet genommen aus dem Ausland oder von sonst woher und hat einen Weihnachtstext drauf gedichtet, sondern hier wurde das Weihnachtslied genommen und es wurde etwas völlig anderes gedichtet. Der Melodie liegt zugrunde die vier Akkorde, die die neue geistliche Liedwelt bedeuten. Über diese vier Akkorde gehen ganz viele Lieder, zum Beispiel Danke für diesen guten Morgen oder auch das wunderbare Lied Ich rufe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Einen mache ich noch. Herr, gib uns Mut zum Brücken bauen. Herr, gib uns Mut zum ersten Schritt.
Und natürlich ist darauf auch das wunderbare Weihnachtslied. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Das war jetzt auswendig. Textschwächen müssen Sie verzeihen. Die englische Band, jetzt habe ich es mir doch tatsächlich nicht mit aufgeschrieben, wie die heißt, aber The Cage, der Song heißt auf jeden Fall einfach nur She, also auf Deutsch sie. Und da heißt es in der ersten Strophe: She hangs out every day nearby the beach, having a Heineken, fallen asleep. She looks so sexy when she's walked to sand. Nobody ever put a ring on her hand. Also, sie ist jeden Tag in der Nähe vom Strand, hat ein Heineken-Bier in der Hand und dabei schläft sie einfach ein. Sie sieht so lecker aus, wenn sie durch den Sand geht, und es hat sich noch niemand getraut, ihr einen Ring um den Finger zu machen. Darauf aufmerksam wurde ich einmal vor 15 Jahren oder so. Da bin ich in einem Rewe einkaufen gewesen und da lief mitten im Sommer die Melodie von Stern über Bethlehem im Hintergrund. Und ich habe mich gefragt, ja? Und da war das mit diesem Text. Und so bin ich auch auf die Idee gekommen, nach den Weihnachtsliedern zu gucken, die eigentlich gar keine Weihnachtslieder sind. Alfred Hans Zoller, unser evangelischer Kantor, hat es da auf jeden Fall weit gebracht. Und hat sogar aus seinem Weihnachtslied einen Exportschlager über die deutschen Grenzen hinaus gemacht.